Hallo, Gott, hör auf, echt. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Emma und freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei Leisure Suit Larry, Wet Dreams Don't Dry. Ich muss gestehen, mal wieder habe ich eine Aufnahme versaut. Und das ist jetzt quasi die zweite Aufnahme dieses Teils, die ich mache. Ich werde nicht so tun, als wäre ich überrascht. Das ist im Prinzip mehr so eine Art Walkthrough, weil ich ja jetzt schon weiß, was ich zu tun habe. Ja, insofern werde ich das einfach nur ja, so kommentieren und euch zeigen, wie ich quasi weitergemacht habe. So, ja, also wir haben gerade mit Styx gesprochen und der hat uns gesagt, dass er nicht mehr mit Lemma in einer Band spielen möchte. Ich würde sagen, wir gucken jetzt noch mal ein bisschen weiter hier rum, bevor wir einmal zu Lemma gehen und ihr die frohe Nachricht verkünden. Hier ist nämlich auch noch sowas, hier so ein Altar, wo man heiraten kann offensichtlich. Lecker. Sieht nicht appetitlich aus. Okay. Alter Corn Dog. Ich muss echt gestehen, ich habe noch niemals einen Corn Dog gegessen. Würde mich doch durchaus interessieren, wie sowas schmeckt, wenn ich Fleisch essen würde. Also, ja. Hier steht irgendwas darüber, dass durch sogenannte E-Zigaretten die Gehirnströme der Menschen kontrolliert werden. Ah. Hier steht irgendwas darüber. Achso, das hatten wir gerade, okay. Können wir da nicht unser Pösterchen? Ich nehme erstmal den Flyer ab, der da hängt. Genau. Und eins weniger. Und hier unten haben wir einen Buttplug. Wenn jetzt jemand fragt, woher ich weiß, wie ein Buttplug aussieht, tja, das wird wohl mein Geheimnis bleiben. Ein interessantes Teil. Ja, sehr interessant. Er hat eine Herzform. Der steht gut. Ich weiß, Pi. Sei still. Ich denke, dass dieses Stück ausgefeilter Technologie dazu da ist, ein Buch zu halten. Da muss ein Buch drauf. Buchständer. Dass er da jetzt keinen Witz über Ständer gerissen hat. Oh. Wer lässt denn so etwas unbewacht rumliegen? Ach so, der Diamant ist nur aus Plastik. Trotzdem sehr scharfkantig. Ein Wunder ist geschehen. So, was haben wir hier? Gruselig. Wie können Leute sowas mögen? Ja, ne? Ist das irgendwie eine Anspielung auf Five Nights at Freddy's oder so? Nein, ich traue mich nicht näher an ihn ran. Okay. Na gut. Pond. Du Farten Cold Cash. Eine Fotowand mit einem romantischen Sonnenuntergang. Eine kleine Prinzessin und eine dicke Nacktschnecke. Warum soll sowas $1000 kosten? Tja. Sie arbeitet hier in der Pfandleihe. Wenn sie auf Retro steht, dann vielleicht auch auf mich. Hallo. Was gibt's? Macht es Spaß, in einer Pfandleihe zu arbeiten? Oh ja, ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Der Laden hat meinen Eltern gehört und ich habe ihn vor ein paar Jahren übernommen. Immer wenn ich hier arbeite, muss ich an sie denken. Einige Sachen liegen hier schon seit Jahrzehnten rum. Ist das nicht toll? Ja, fantastisch. Das zeugt davon, dass dein Laden echt gut läuft. Schönes Nirvana-T-Shirt. Was ist das für ein Fotopanorama? Es zeigt einen romantischen Sonnenuntergang zur goldenen Stunde. Es ist etwas verblasst, aber so passt es auch zu New Lost Wages. Was kostet das? Sammlerstück. $100. Ich nehme aber nur Cash. So viel Geld habe ich nicht. Naja, ich würde es auch gegen ein außergewöhnliches Secondhand-Objekt eintauschen. Ich versuche, sowas aufzutreiben. Was ist das für eine komische Figur? Das ist eine sehr seltene Sleaze Wars-Figur. Die Sklavenprinzessin hat sogar einen abnehmbaren Goldbikini. Unglaublich wertvoll. Immer noch original verpackt. Sogar die Luft darin ist noch aus den 70er Jahren. Ja, wenn es luftdicht verpackt wäre. Ja, $1000 haben wir aber nicht, ne? Okay. Bis später.
Södala, dann verschwinden wir hier wieder. Und ich würde einmal sagen, ganz kurz Inventar gucken. Guck. Buttplug, Corndog, Plastikring, okay. Unter. Wir gehen einmal zum Phoenix Tower. Und fragen die Jungs nach dieser Kamera. Ach so, und da müssen wir auch noch ein Poster hinhängen. Nicht vergessen. Hey Jungs. Was gibt's? Wollt ihr wirklich euer ganzes Leben in so einem seltsamen Laden arbeiten? Ich nicht. Was? Ich möchte Trainer von Wrestling-Alpakas werden. Dass du einen Knall hast, war mir klar. Aber dass es so schlimm ist, Wrestling-Alpakas, als gäbe es sowas. Warum nicht? Es gibt auch Hahnenkampf und Hundekampf und sowas. Warum nicht auch Alpaka-Kampf? So. Ich bräuchte eine von diesen Sofortbildkameras. Du meinst unsere Prune Polaroid Vintage Collectors Edition? Sorry, Kumpel, aber die wird dein Budget echt übersteigen. Nachdem du aber bewiesen hast, dass du in der Lage bist, auch delikate Sachen zu besorgen? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber ich habe echt keine Lust, noch mehr gebrauchte Frauenwäsche zu beschaffen. Nein, das meine ich nicht. Wir suchen schon ewig eine ganz seltene Actionfigur. Aha. Larry Leffer? Wir suchen die Sklavenprinzessin aus Sleaze Wars. Aber nur die Version mit dem abnehmbaren Goldbikini. Ich halte die Augen offen. Okay, jetzt wissen wir, wozu wir die Figur brauchen. Wir brauchen die Figur, um die Kamera zu bekommen, um hier das Grabtuch von Yurin zu bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. So. Und eins weniger. Okay. Unu, müssen wir einmal Lämmer Bescheid sagen, ne? Hey, Lämmer. Lämmer, ich habe schlechte Nachrichten. Was? Styx sagt, dass er aus der Band aussteigt. Dieser verfluchte Zocker lässt mich einfach so hängen. Dabei könnte der nächste Gig unser Durchbruch sein. Okay, das war's. Die Band ist Geschichte. Ich habe keinen Drummer mehr und meine Gitarre ist auch noch geklaut worden. Ohne die Gitarre fällt das Konzert ins Wasser. Gib noch nicht auf. Vielleicht kann ich noch etwas ausrichten. Ich werde schon rausfinden, wo die Gitarre ist. Ich lasse mich gern von dir überraschen. Was ist los mit dir, Mädel? Du hast so viel Pech, das ist doch nicht mehr normal. Was gibt's? Wo hast du deine Gitarre das letzte Mal gesehen? Sie war die ganze Zeit in meinem Gitarrenkoffer bei der Tür. Ich werde schon rausfinden, wo die Gitarre ist. Ich lasse mich gern von dir überraschen. Bis nachher. Das ist aber auch wirklich kackendreist, dich von quasi im Prinzip direkt vor ihrer Nase zu klauen. Die Gitarre wurde gestohlen. Nein. Die Gitarre wurde tatsächlich gestohlen. Okay, was haben wir hier? Da ist eine Streichholzschachtel im Gitarrenkoffer. Okay. Die stammt aus einem Nachtclub namens Hell's Porn. Die Adresse steht hier auch. Hell's Porn wurde zu unter hinzugefügt. Da bin ich gespannt. Ich liebe es, neue Orte zum Hingehen zu haben. Jetzt können wir nämlich in diesen Hell's Porn Club. Was wir aber gleich erst machen, weil erst reden wir mal einmal mit Dicky. Wir können ihm jetzt nämlich Orte vorschlagen. Wo wir das Foto schießen können. Na dann schieß mal los. Und wenn wir uns recht erinnern, am Pier 69 gab es diese Fotoleinwand. Insofern deduziere. Pier 69 steht für Passion. Larry, ich könnte dich küssen. Das Licht dort ist um diese Zeit perfekt. Bald ist die goldene Stunde. Oh, aber nichts wie los. Du bist ja stürmisch. Der Ort weckt in mir leider einige traurige Erinnerungen. Von der Art, dass du einer wegfliegenden Sexpuppe nachgerannt bist? Ganz so schlimm ist es nicht, aber egal.
Lass uns aber... hinfahren. Augenblick. Ich sehe gerade bei Timber, dass meine alte Flamme sich dort aufhält. Wenn es mal so einfach wäre, ne? Nichts spricht gegen Sex mit der Ex. Es ist komplizierter, als du denkst. Bevor meine alte Liebe nicht dort abhaut, habe ich heute leider kein Foto für dich. Dann sorge ich mal dafür, dass sie von dort verschwindet. Wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Soll das heißen, du kennst mich nicht? Nein. Das kann nur bedeuten, dass du keine Modemagazine für Männer liest. Was du, wenn ich das sagen darf, vielleicht anfangen solltest. Gestatten? Richard Ryder. Männliches Model. Du kannst mich Dick nennen. Dick Ryder. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann. Das ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen, aber jetzt fällt es mir auf. Dick Ryder. So. Ich könnte mir auch vorstellen, nebenher als Model zu arbeiten. Oh, warum nicht? Aus jedem Entchen lässt sich ein Schwan machen. Ich bin mal als Kind von einem Schwan gebissen worden. Heißt das, du bist richtig berühmt? Ach was. Naja, ein klein wenig vielleicht. Ich bin Larry. Larry Leffer. Ich weiß. Okay. Wir sehen uns später. Das war's dann erstmal. Bevor wir zum Hell's Porn gehen, hallo, gehen wir nochmal einmal zum Pier 69. Jetzt haben wir theoretisch drei Möglichkeiten, wer jetzt hier dieser Ex von Dick sein könnte. Entweder der Indianer mit der E-Zigarette, die hier Influencerin Becky oder Lance. Und ich würde mal sagen, weil Lance ja so vehement unglaubwürdig gesagt hat, dass er hetero ist, dass er wohl die wahrscheinlichste Wahrscheinlichkeit ist. So. Okay, also. Wenn wir jetzt mit denen reden, dann haben wir das alles schon abgesprochen. Insofern. Hier ist diese kleine Taube. Sie sieht hungrig aus, aber Tauben wirken immer hungrig. Aha. So. Was haben wir denn, was Tauben so gerne fressen? Brot. Gegen Brot hat sie offenbar nichts, aber vielleicht fehlt ihr noch der Geschmack. Ja, dann irgendwie müssen wir die beiden, oder besser gesagt Becky als erstes vielleicht, oder aber, also natürlich besser die beiden, aber ja gut, wir werden sehen, ne? Gucken wir mal. Also wir hatten jetzt hier auch mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel das Slushy, das bringt nix, hier saure das Milch. Das würde danach trotzdem weiter nach nichts schmecken. Was ich bezweifle, das würde eklig schmecken, aber gut. Und wir haben natürlich das Barbarenbräu. Jetzt ist das Brot mit Barbarenbräu getränkt. Und jetzt, das finde ich super lustig, ist es ein Barbarenbrot. Okay. Hier, mein kleines Täubchen. Wir erinnern uns, was mit Becky passiert ist, als sie das Barbarenbräu getrunken hat. Was macht sie denn jetzt? Oh, die hat das Barbarenbräu auch nicht vertragen. Oh oh, das könnte ins Auge gehen. Oder in den Drink. Lecker. Die hat echt kein Glück, die liebe Becky. Was ist denn jetzt passiert? Kann ich mir auch nicht erklären. Nein. Frauen sind schon komisch, oder? Wir haben nichts damit zu tun. Männer sind sowieso besser, oder? Du sagst es. Ich meine, es gibt nichts über Titten und Muschis. Ach Gott, ich bin nicht voll durcheinander, Mann. Mein Blutzucker ist komplett im Arsch. Nur wegen deinem Geschwätz. Becky und ich wollten gerade essen gehen. Aber daraus wird jetzt wohl nichts. Weißt du, worauf ich mal wieder so richtig Bock hätte?
Becky? Szechuan-Soße. Die gibt es doch überall. Ja, aber nicht diese eine spezielle Sorte, die man kaufen konnte, als ich noch klein war. Das war die Szechuan Crazy Fanboy Edition. Und die gab es nur kurz. Ist schon lange ausverkauft. Beste Soße aller Zeiten. Wenn jemand im Internet eine Packung anbietet, kommt es am Wohnort des Verkäufers zu Straßenschlachten. Noch einmal die Szechuan Crazy Fanboy Edition Soße essen. Oh, das wäre es. Okay. Wir wissen ja, wo es Szechuan Soße zu verkaufen gibt. Und Gott sei Dank, da wir uns hier diese Goldpiratenmünze haben prägen lassen, können wir die jetzt auch besorgen. So, einmal eine hier. Wir gehen gleich noch zum Hellspawn. So, hier rein. Und, ja, wo ist die Münze? Da. Die hat er genommen. So, wenn ich jetzt hier... Okay, was will ich denn? Szechuan-Soße. Da ist nichts im Ausgabeschacht, wo die Soße drauflaufen soll. Ich will die erst zapfen, genau, wenn ich auch etwas habe, worauf die landen soll. Also wir haben auch hier mehrere Möglichkeiten. Das hier zum Beispiel, aber dann wäre sie nicht mehr unvermischt. Okay, das Bierglas ist weg. Da, nee, das ist auch Blödsinn. Also bleibt eigentlich nur das hier. Ja, das passt da rein. Der Corn Dog. Okay, was will ich denn? Einmal Szechuan-Soße für den Corn Dog. Kommt sofort. So. Und wenn wir schon gerade hier sind, können wir nochmal unser Poster aufhängen. Mist, die Wand ist zu feucht. Ich war ja der falschen Annahme, dass ich die Feuchtigkeit aufsaugen muss, was eigentlich irgendwo auch unlogisch ist, weil das würde immer nachlaufen. Insofern machen wir das so. Damit kann ich das Poster festpennen. Einen Dart behalte ich mal, falls ich mich verteidigen muss. Nur noch ein Poster übrig. Okay. Gut. Dann raus und zurück zu Dick. Also Momentchen, machen wir einmal ganz kurz zwischendurch, gucken wir uns das doch mal an, ne? Neue Location. Oh, so ein Zufall, schau einer an, Lemmas Gitarre, und sie heißt auch noch Lemmas Gitarre. Klasse, gut, gucken wir uns erstmal ein bisschen um, bevor wir da beigehen, da ist wieder ein Posterplatz. So, ein Poster war ja noch übrig, insofern wird das das letzte sein. Jetzt habe ich endlich alle Poster verteilt. Das sollte ich Lemma erzählen. Was ist hier? Das New Lost Wages Police Department. Sehr einladend. Zisch ab! Früher war die Polizei aber freundlicher. Was für ein seltsamer Akzent das war. Zisch ab! Gucke, gucke. Auf dieser Seite wächst noch was. Ladies stehen auf Blumen. Die können wir uns einverleiben. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter hier rüber. Sehr vertrauenserweckende Gasse. Pudelplakat. Und Abflussrohr. Das schnappen wir uns auch mal gleich. Und hier ist so ein Rattenhintern. Die Ratte sieht aus, wie ich mich nach einer durchzechten Nacht fühle. Leider können wir sie nicht. Ich glaube, die würde mich beißen. Nehmen. Und wer weiß, welche Krankheiten die hat, die ich noch nicht habe. Gut. Das muss Lemmas Gitarre sein. Hey, wer bist du? Was willst du? Hallo, ich bin Larry. Larry Leffer. Zeppe. Zeppe? Nein, Zeppe. Tut mir leid, ich spreche kein Kanadisch. Das ist... Ach, vergiss es. Die Gitarre hier ist gestohlen. Was? Kann gar nicht sein. Ich habe die Gitarre rechtmäßig gekauft. So ein Quatsch. Sie wurde Lemma gestohlen. Ich kenne überhaupt keine Lemma.
Ich habe die Gitarre von der netten älteren Dame aus der Leisure Suite. Frag sie ruhig. Okay. Sie wird es dir bestätigen. Ein Anhaltspunkt. Ist Türsteher eigentlich ein Ausbildungsberuf? Wenn man es richtig lernen will, klar. Ich war aber nur in Abendkursen. Sag's nicht weiter, aber ich habe sogar eine Brustverbreiterung machen lassen. Oh Gott. Was ist das für ein Schuppen? Jetzt sag bloß, dass du nicht den angesagtesten Club der Stadt kennst. Nein, tut mir leid. Du meinst Lefties? Hellspawn. Der Club der Reichen und Schönen. Du bist offensichtlich weder noch. Oh, verdammt, ich habe den Clubausweis im anderen Ferrari gelassen. Und den hat einer deiner Diener vermutlich im falschen deiner Parkhäuser abgestellt. Tja. Woher weißt du das? Das glaubt er uns wohl nicht. Was passiert denn da drin? Was passiert denn da drin? Exklusive Sachen. Zu exklusiv für jemanden wie dich. Der Club könnte froh sein, jemanden wie mich als Gast zu haben. Einigen wir uns auf... Nein. Aber wenn du jemanden kennst, der hier eine exklusive, außergewöhnliche, delikate Performance liefern könnte, sag es mir. Wir sind immer auf der Suche nach unverbrauchten Showacts. Also, ich kann... Unverbraucht! Ach, wie gemein. Ich komme später wieder. So. Hier können wir erstmal nichts weiter machen. Dann begeben wir uns zu Dicky. Ach, Dicky, sag ich. Lance, sorry. Und geben ihm den Corn Dog. Bitte sehr. Ein Corn Dog mit der seltensten Szechuan-Soße überhaupt. Oh mein Gott. Ein Nostalgie-Corn Dog. Wie aus dem Bilderbuch. Ich kann es kaum erwarten, mir dieses Würstchen in den Mund zu schieben. Die ganze Soße wegzuschlagen. Oh Mann. Oh. Das war Deep Throat, hä? Jetzt geht's dir aber besser? Ich bin gerade in der Massephase. Glaube ich zumindest. Weißt du, in letzter Zeit bin ich etwas durcheinander. Das liegt nur an den Frauen. Ach, ich will es auch nicht auf die Frauen schieben. Ich habe gerade so etwas wie eine Beziehung hinter mir. Aber ich weiß selbst nicht, was das eigentlich war. Verdammt. Ein ganzer Corndog. Mit Sichuan-Soße. Weißt du, wie viele Kalorien das waren? Die müssen instant in Bizeps verwandelt werden. Ich habe bei Timber gesehen, dass meine alte Flamme jetzt sind wir ihn los. Ist. Danke, Larry. Leider haben wir die goldene Stunde jetzt verpasst. Wenn es nur entfernt etwas mit Golden Shower zu tun hat, bin ich raus. Wir sind ja nicht im VIP-Bereich von Hell's Pawn. Ich meine damit den Moment kurz bevor die Sonne komplett untergeht. Das wäre der perfekte Hintergrund für dein neues Profilbild gewesen. Können wir für das Foto nicht irgendwie tricksen? Wenn du spontan einen Sonnenuntergang in deiner Hose findest, sag Bescheid. Okay, wir wissen, wo wir den herkriegen können. Noch einmal ganz kurz mit Waltraud Hallo. Reden. Was gibt's? Was ist das für ein... Achso, ein Sammlerstück. Achso, okay. So viel Geld habe ich nicht. Naja, ich würde es auch gegen ein außergewöhnliches Secondhand-Objekt... Okay. Ich versuche, sowas aufzutreiben. Bis später. Es ist so ziemlich wortwörtlich gemeint. Also wir müssen noch wegen der Gitarre einmal mit wie heißt sie noch, Beatuse sprechen. Machen wir das mal. Und auch jetzt, dadurch, dass Dicky am Strand ist oder am Pier 69, ist jetzt hier dieser Bereich zugänglich. Gucken wir uns das erstmal an. Second hand halt. Ja, second hand, ne? Hm.
Die Dinger wurden ja nicht einmal gereinigt. Das macht sie ja so begehrt. Bei manchen Leuten zumindest. Irgendwas riecht doch... käsig. Boah, dieser eine Dildo riecht wie alter Käse. Ah, da kommt der Geruch also her. Den kannst du gern mitnehmen, Jungchen. Den kauft eh keiner. Na, danke. Danke. Okay, reden wir mit ihr über die Gitarre. Was gibt's? Hast du letztens eine Gitarre verkauft? Was bin ich froh, die wieder losgeworden zu sein. Die Pfandleiherin hatte das dringende Bedürfnis, sich etwas delikate Wäsche zu kaufen. Die mit Löchern drin? Jedenfalls hatte sie nur die Gitarre zum Eintauschen. Und ich habe mich breitschlagen lassen. Okay, das war's auch schon. Na, wie sieht es aus mit deiner Sexspielzeugerfindung? Ist in Arbeit. Also können wir jetzt glatt einfach weiter zurück zu Waltraud. Nicht wegsterben. Ich sehe rüstiger aus als du. Seine Herzfrequenz und sein Blutzucker sind auch echt mies. Und fragen Sie einmal nach der Gitarre. Ich habe ja sowieso schon den Verdacht gehabt. Hallo. Was gibt's? Hat so ein Typ bei dir letztens eine Gitarre verpfändet? Ja, das Geschäft hatte ich letztens. Das war dieser Typ da drüben bei den Spielautomaten. Tja. Sticks, du Sausack. Gestehe. Du hast die Gitarre verpfändet. Ja, ich gestehe. Das war die einzige Möglichkeit, aus der Band noch etwas Geld zu machen. Geld, das ich für meine Investitionen brauchte. Aktien? Nein, das hier. Automaten. Nur die sind gut zu mir und verstehen mich. Diese heute ganz besonders. So ein Vollpfosten. Ist Styx eigentlich dein Spitzname? Ach was, das ist mein Künstlername. Ich heiße Ulrich Styx, dänisch-griechische Vorfahren. Der Türsteher von Hell's Pond glaubt nicht, dass die Gitarre Diebesgut ist. Du musst dem Türsteher erzählen, dass du sie gestohlen hast. Pah, ich habe gerade eine Glückssträhne. Solange der Automat schön weiter Kohle ausspuckt, bewege ich mich keinen Zentimeter von hier weg. Also wissen wir... Bis später. Hau nichts kaputt. Wissen wir auch jetzt, was wir hier machen müssen. Aber als erstes Mal gebe ich der guten Waltraud etwas Secondhandiges. Wow, dieses Second-Hand-Schild ist ja super vintage. Würdest du das tauschen? Du kannst dir irgendwas aus dem Laden aussuchen. Dein BH, der kleine Dino. Nee, wir brauchen das Panorama. Dieses Fotopanorama. Okay, einen romantischen Sonnenuntergang. Bitte sehr. Und jetzt? Warte, guckt euch das mal an. Ach, käsig. Sonst wäre das ja noch nicht mal so schlimm, ne? Wow, das ist ja perfekt. Und so schön vintage. Die goldene Stunde. Lass uns direkt mit dem Shooting loslegen. Der Profi. Sieht wieder genauso aus. Hey, das sieht ja genauso aus wie vorher. Ich leg mal einen Filter drüber. Wie wäre der hier? Gott, das ist so irreführend. Na, zufrieden? Wie findest du dich jetzt? Zum Anbeißen. Das ist ja total realistisch. Prima. Aber ich habe noch eine kleine Bedingung, bevor ich dir das Foto gebe. Welche? Ich will einen Tanz mit dir. Im Hell's Pawn. Im Darkroom. Wenn es sonst nichts weiter ist. Night Fever, Night Fever. Langsam, langsam. Heb dir das für den Club auf.
Ich gebe dir schon mal ein paar Punkte auf Timber. Was? Nicht die Höchstpunktzahl? Die bekommst du, wenn mir dein Tanz besonders gut gefällt. Also, wir sehen uns nachher im Hell's Pawn. Geht klar. Hey Pi, wie viele Timberpunkte habe ich denn jetzt? An die 60 müssten es doch wohl sein. Du hast 11 Timberpunkte. Sicher, dass da hinten keine Null fehlt? Sicher. Uff. Tja, wenn es nur so einfach wäre, ne? Wie konnte das passieren, dass unser Prototyp in so einer schmierigen Bar landet? Das lasse ich noch untersuchen. So ein Sicherheitsleck darf nicht noch einmal passieren. Schick irgendwen rein, damit ich ihn feuern kann. Wir müssen uns jetzt auf die anstehende Produktpräsentation konzentrieren. Aber ich will jetzt jemanden feuern. Wenigstens einen Praktikanten. Die hast du letzte Woche schon alle gefeuert. Na, stell einen ein, schick ihn zu mir hoch. Ich schaue mal, ob ich jemanden finde. Und ich werde unterdessen hier wütend auf- und ablaufen. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Gucken wir mal ganz kurz. Ob die echt ist? Also ich meine, ob sie im Spiel vorkommt. Die kommt ja auf jeden Fall vor. Die sieht irgendwie so aus, als würde sie nicht im Spiel vorkommen. Dann sind die so ein bisschen schlampiger gezeichnet. Ja, die sieht auch so unecht aus irgendwie. Der sowieso. Die auch. Auch. Ach, Becky. Auch. Auch nicht echt. Finlay. Ivana Hump. Mahump. 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 My lovely lady loves. Oh Gott. Okay, das ja. Kein Plan, was das jetzt soll. Sorry. Ups. So, gehen wir einmal. Gibt's jetzt noch irgendwas? Ah ja, Dick ist jetzt da. Sorry, aber ich kann dich nicht reinlassen, Larry. Warum? Nur wichtige Leute sind erlaubt. Ich bin aber wichtig. Leute mit ausreichend Sexappeal. Eben. Du kommst hier erst rein, wenn deine Timberpunktzahl über 25 liegt. Okay, das ist doch mal eine Ansage. Und hier, liebe Leute, ist Schluss, weil das genau die Stelle war, bis zu der ich die versaute Aufnahme gespielt habe. Deswegen möchte ich gerne die nächste Aufnahme unwissend starten. Und deswegen ist jetzt hier Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da, vielleicht einen netten kleinen Kommentar, wie ihr findet, wie ich das mache, ob ich irgendwas verbessern kann oder so. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge. Dankeschön, dass ihr reingeschaltet habt. Tschüss.